Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute stelle ich euch ein neues Fahrzeug mal wieder vor. Im letzten Video habt ihr die alte Aerox gesehen, die ich bekommen habe und es ist nichts Geringeres geworden als eine Yamaha Aerox in Rot. Die sieht so sexy aus, ne? Oh mein Gott, Jungs. Also klar, die hat hier und da hat die ihre Schönheitsfehler und so, ne? Der Auspuff ist jetzt nicht mehr der schönste, der ist auch gerade eben ein bisschen undicht geworden, muss ich wahrscheinlich mal die Auspuffschrauben wieder ein bisschen nachziehen, weil neue Dichtung ist drin, die kann ja jetzt nicht schon wieder Fritte sein. Ja, es liegt wahrscheinlich auch hier daran, dass ich die Halterung da selber gefrickelt habe, egal. Und wir haben hier 50 Kubik, alles original bis auf der Auspuff und der Vergaser und die Variomatik. Ansonsten ist alles original. Ich muss sagen, die geht so gut. Tacho funktioniert so halbwegs. Also hier Geschwindigkeit geht nicht. Drehzahl macht Faxen und Tankanzeige geht halt. Deswegen nur so halbwegs. Schön Spiegel drauf. Rote Griffe, schön originale Verkleidung. Auch nicht zu sehr misshandelt worden. Jetzt direkt Fliege hier. Auch nicht zu sehr misshandelt worden. Die sieht echt noch clean aus. Die Felgen, Junge, die sind so clean. Hinten ist ein bisschen mehr Ranz, da wird hier mal der Auspuff geschliffen haben überall, da das an jedem Stern, an jeder Speiche ist. Blackline Rücklicht haben wir drin und ansonsten, das Ding läuft. Und an alle, die sagen, 50 Kubik, ich kriege mit meiner 50 Kubik Aerox keine Wheelies hin. Das hier ist der Beweis dafür, dass wenn ihr eure Karre einfach mal euch ein bisschen Zeit nehmt, euch hinsetzt und die Karre abstimmt, geht das. So. Da ist jetzt ein Original 50er, Original, ganz wichtig, Originalzylinder von Yamaha. Kein Nachbauscheiß. Ich hatte den Nachbauzylinder drauf, lief wie ein Sack Nüsse, obwohl der neu war. Jetzt mit dem Originalzylinder läuft die perfekt. Ich habe die auch nicht abgestimmt bekommen mit diesem Nachbauscheiß. So, Original, 17,5er der Lotto-Vergaser drin, der Auspuff. Multivar 2000 drin mit 7 Gramm Gewichten, Jungs. 7 Gramm, das meine ich hier. Das sind keine 4000 Umdrehungen Drehzahl. Also. Aber, wie gesagt, das Ding läuft richtig schön. Und das ist mein Daily. Und die wird hoffentlich so bleiben. Also da kommt kein 70er oder sowas drauf. Die ging aber mal besser. Man merkt auf jeden Fall, dass der Auspuff undicht ist. Das hört man, glaube ich, auch. Ja, sollte man hören. Ja, aber wie gesagt, zu dem Thema Wheelies. Ich meine, die Karre hat hier noch seine ein, zwei Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, ob man sieht, der Lenker ist krumm. Die Gabelbrücke ist ein bisschen krumm. Die wurde halt nur über den Acker geheizt, wo ich die geholt habe. Und ich habe die gegen mein Pitbike getauscht. Das Pitbike ist jetzt weg. Das, da werden jetzt keine Videos mehr mitkommen, auch wenn ich da noch echt viel vorhatte mit. Aber lieber so eine geile Aerox, als halt das Pitbike. So, damit ist halt alles illegal. Und die Motorlager, da wo man den Bolzen durchsteckt, im Block sind ja Lager drin. Die sind auch ausgeschlagen. Deswegen funktioniert das hier noch nicht alles so einwandfrei, vor allem mit Wheelies. Jungs, 50 Kubik, original. Und der Auspuff wird immer undichter. Das, das ist gar nicht mal so geil. Und ich denke mal, die läuft so um die 70. Irgendwie sowas. Aber wir machen jetzt hier nochmal bis da hinten einfach, fahren wir jetzt durch. Wir machen ein paar Wheelies. Und dann fahre ich auch schon zur Garage. Mit Sportvario, mit 7 Gramm Rollen. Das, ich finde das unfassbar, dass die so gut Sprachen lernen. So gut geht mit 7 Gramm Rollen. Und dazu muss man aber auch einfach sagen, man muss halt auch noch Wheelies können, so, ne? Aber mit 50 Kubik geht das trotzdem. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich so üben müsste, easy. Ich meine, ich habe auch Wheelies gelernt mit 50 Kubik, aber auf einer Booster. Ich hoffe, ich verliere die Auspuffdichtung nicht. Weil das ist so ein Metall-O-Ring, sonst muss ich mir schon wieder irgendwas selber basteln. Fände ich jetzt nicht so cool.
Eine Auspuffhalterung baue ich mir gleich, eine vernünftige. Oh ja, der wird sehr undicht. Das ist ja gar nicht mal so schön. Das Geile ist halt einfach schön mit Spiegeln. Ich kann schön nach hinten gucken. Die Karre ist angemeldet. Die andere Aerox ist natürlich auch noch da, aber die wird jetzt einfach radikal, ohne Spaß, Jungs, sie wird radikal auf Stunt umgebaut. So, die war ja vorher mein Daily. War mir auch schon ein bisschen sehr, sehr viel kriminell damit zu fahren, weil halt einfach, die geht halt einfach böse. So, und damit ist auch nicht mal eben irgendwo einkaufen fahren, am Penny oder sowas anhalten. Das kannst du mit der machen, auch wenn jetzt der Auspuff extrem schreit, was ich überhaupt nicht fühle. Ich hätte die auch am liebsten mit Originalauspuff, aber der Originalauspuff, der war einfach Schrott, da war nichts mehr zu retten. Ich sage euch, das ist ein Traum von Aerox. Schön hier die ganzen Schlaglöcher auch noch alle mitnehmen. Und es ist auch einfach mal schön, jetzt so zu vloggen. Also ich werde mir jetzt auch vornehmen, da ich das selber nicht so fühle, wenn ich die ganze Zeit nur mit der Aerox am Spot rumhänge, also mit der anderen Aerox, nur am Spot rumhänge, nur Spot-Vlogs mache, so, das ist ja auch kein Quality-Content so für euch. So, ihr seht ja nicht, was so passiert. So, und das ist ja das Geile, wenn man so Erlebnisse dann noch hat. Und das ist jetzt einfach mit dieser Aerox möglich. Ich kann durch die Weltgeschichte fahren, ohne wirklich großartig Angst zu haben. Ich meine, klar, die ist halt immer noch zu schnell. Aber die Polizei hat hier dran halt einfach nichts, denke ich mal, zu meckern. Also ich wüsste jetzt nicht was. Es funktioniert alles, Licht funktioniert. 50 Kubik drin, Spiegel dran, kein Downy drauf. Ich meine, Polizei wird mich wahrscheinlich trotzdem anhalten, allein weil es eine Aerox ist. Und weil die halt so immerhin, also immer noch sportlich aussieht. Wisst ihr, was ich meine? So, die Aerox halt einfach, die ist zwar schon 20 Jahre alt, das hier ist übrigens erste Generation Yamaha Aerox. Die ist Baujahr 1997. Das Ding ist einfach fucking älter wie ich. Auch nur 2 Jahre, aber trotzdem älter wie ich. Das Ding ist schon rumgefahren, da war ich noch flüssig. Ja, mit dem Auspuff ist echt nicht geil, Junge. Es ist viel zu laut und ja doch. Dementsprechend dann halt auch weniger Leistung. Ne? Ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt aufnehme. Das soll jetzt auch, glaube ich, nicht so der krasse lange Vlog sein. Wenn ich gleich nochmal mit den Jungs fahren gehe und die dann nehme oder die andere Aerox, vielleicht nehme ich dann nochmal einen Vlog auf, den ihr jetzt dann direkt hinten dran seht. Aber ich fahre jetzt erstmal zu Penny, mir was zu trinken holen. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video in alter Frische. Diesmal kein Wheelie zum Abschluss, weil wir im Straßenverkehr fahren. Das wollen wir ja natürlich nicht, ne? Alles klar. Wir sehen uns. Erstmal jetzt bei Netto was zu trinken holen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.